nicht, wie lange ich noch hier stehen kann. Weil ich habe da so einen Bericht heute gelesen, ich bin stark psychisch krank. Und zwar hat die Stimme Russlands geschrieben, die HWO hat da etwas veröffentlicht. Und zwar die meisten Vegetarier weltweit sind durch die Tatsache erschrocken, dass sie von Experten der Weltgesundheitsorganisation WHO als psychisch krank anerkannt worden sind. Ist eine Falschmeldung? Weiß nicht, ich habe das jetzt hier gelesen. Okay, also Entwarnung, ich bleibe euch erhalten. Kann ich also hier weitermachen, das ist gut. Jetzt hätte ich noch ärztliche Unterstützung anfordern müssen. Gut, es gibt auch manchmal Falschmeldungen. Deswegen nichts glauben, was wir hier sagen. Selber recherchieren. Das war mal wieder ein Beispiel, was da so passieren kann. Ja, vielleicht, es gibt einiges Gutes zu berichten, einiges nicht so Gutes. Fangen wir erstmal vielleicht mit etwas Gutem an, so zum Start. Viele von euch haben es mitgekriegt, dass wir für die Ukraine gesammelt haben. Gerade letzte Woche war ja der Schluss erstmal für die Sammelaktion. Und hier stand ja alles voll. Und ich habe dann Bilder gesehen, wie die Kisten von Olli und Vicky abtransportiert worden sind, also unsere Dépendants für Braunschweig. Und das waren wohl, korrigiere mich Vicky, sage und schreibe, glaube ich, 350 Kisten. Also 350 Kisten plus ein Koffer haben wir alleine hier in Braunschweig gesammelt. Nur mal so zum Verhältnis, zurzeit, es kommen noch andere Städte dazu, aber zurzeit lagern in Hannover 500 Kisten. Insgesamt wurden bis dato gesammelt 5.500 Euro. Wir brauchen 3.000 Euro pro LKW. Wir werden wohl zwei LKWs darunter schicken, das heißt, wir sind auch noch stark am Sammeln. Wir haben auch am Freitag haben wir auch noch gesammelt dafür, dass wir die restlichen 500 Euro zusammenkriegen, dass wir zwei LKW starten können in die Ukraine. Und auch hier war Braunschweig nicht ganz unbeteiligt, mit immerhin sage und schreibe 835,60 Euro, die die Braunschweiger gesammelt haben für die Mahnwache. Denkt mal, herzlichen Applaus nochmal für jeden, der hier ein bisschen was dazu getan hat. Und das zeigt einfach mal, was man tun kann. Und was man auch tun kann ohne Staat, ohne staatliche Hilfe, sondern einfach nur Menschen, die gesagt haben, wir machen was. Wir sammeln jetzt mal für die Ukraine, für die ukrainischen Kinder dort da unten, für die Flüchtlinge. Und dann kommt sowas dabei raus, dass wir zwei LKWs mit Sachen runterschicken können und eben halt auch das Geld zusammenkriegen und alleine, wie gesagt, hier in Braunschweig über 800 Euro sammeln konnten. Und wenn ich dann dagegen sehe, da kam ja jetzt auch, ich habe gedacht, Mensch, gucken die uns das ab. Geht so ein Bericht durch die Zeitung, dass die Bundesrepublik jetzt auch einen riesen Hilfstransport in die Ukraine schickt. Ich habe gedacht, naja gut, dann lassen die sich wenigstens mal inspirieren, ist ja eine tolle Sache. Und der Marc, der ja nur auch schon selbst 2 Monate unten im Kriegsgebiet war und der hier auch gesprochen hat, der am Freitag wahnsinnig berührend auch erzählt hat, was da unten abgeht, der hatte das heute mal zitiert. Und zwar das meiste sei für die Städte, jetzt verzeiht mir die Aussprache, Charkiw, Slawiansk, Mariupol, Saporizhia und Dnepropetrovsk bestimmt. Die Ironie dabei ist aber, dass das alles gar keine Kriegsgebiete sind. Das heißt, dort, wo es notwendig ist und dort, wo wir unsere Sachen hinbringen, da bringt unsere Bundesregierung gar nichts hin. Es wird jetzt mal wieder eine Aktion gemacht, es wird irgendwas irgendwo hingebracht, aber was glaubt denn der normale Durchschnittsleser oder Fernsehzuschauer? Oh, guck mal, wir tun doch da was für die armen Menschen da unten. Die Bundesrepublik bringt dort Spenden hin. Aber die Spenden kommen nicht dahin, wo sie hin müssen. Das ist auch der Grund, warum die Mahnwachen gesagt haben, dass wir die Spenden selber sammeln und wir die Spendenaktion, also den Transport runter in die Ukraine, auch selbst begleiten.
Das heißt, es fahren auch Menschen von den Mahnwachen mit, dokumentieren das alles und sehen zu, dass die Sachen auch dorthin kommen, wo sie hin müssen. Und nicht so das, was die Regierung jetzt macht. Also leider haben sie uns das nicht nachgemacht, sondern haben da eine PR-Aktion darüber gestartet, um sich da mal wieder toll irgendwie hinzustellen. Ja, in den letzten Wochen haben wir gelesen oder haben wir aus den Medien erfahren, dass drei Massengräber gefunden wurden, dass also Nazi-Faschisten dort unten Zivilisten aus der Ostukraine umgebracht haben und den Massengräber verscharrt haben. Wir haben auch mitgekriegt, dass der erste Schultag, der um einen Monat wegen diesen ganzen Kriegsgeschehnissen um einen Monat verschoben wurde, der Schulbeginn, dass dort ein Bus und die Schule bombardiert wurden. Und wir standen ja am 3., am Tag der deutschen Einheit oder der Tag der deutlichen Wahrheit, so wie wir den nennen, standen wir ja in Hannover. Und dann konnte man also hören, was unsere Regierung nun Tolles jetzt wieder verabschiedet hat. Und zwar, dass wir 200 Soldaten und Drohnen zur Unterstützung der Faschisten in die Ostukraine schicken. Geht's noch? Wann werden die Menschen endlich wach und schauen mal dahin, was dort unten passiert? In den Medien wurde gezeigt, dass die ukrainischen Soldaten in Anführungsstrichen, es gibt ja keine reguläre ukrainische Armee mehr, das sind ja alles nur noch freiwilligen Bastions, die da unten kämpfen, dass die dort unten mit SS-Zeichen auf ihrem Helm für die Ukraine gegen die Ostukrainer und wir schicken Geld dorthin, wir unterstützen das jetzt noch mit 200 Soldaten und mit Drohnen. Wir unterstützen den Faschismus mittlerweile wieder. Und wo sind die Menschen? Interessiert das keinen mehr? Haben wir nichts gelernt aus den Zeiten 33 bis 45? Müssen die jetzt hier erstmal wieder über den Schlossplatz marschieren? Das hatten wir auch schon. Bis dass die Menschen mal wieder wach werden, was hier los ist? Und dann geht ein Künstler wie Xavier Naidoo am 3. Oktober auf zwei Veranstaltungen in Berlin. Ja, das ist ein Applaus wert für den Mut. Denn wenn man sieht, was die Zeitungen, was die Medien da über ihn schreiben, ist das also jetzt schon eine Rufmordkampagne gegen den Xavier. Und auch meine Hochachtung dafür, dass du da hingefahren bist, Xavier. Und der Applaus eben, das galt dir. Es gibt zwei verschiedene Veranstaltungen, die in Berlin immer laufen. Wer sich so in der Szene schon länger, sag ich jetzt mal, tummelt, sich informiert, der weiß, dass also da einmal der Rüdiger Klaassen steht, der pocht auf Paragraph 146 Grundgesetz, spricht also, dass wir eine neue Verfassung oder die alte Verfassung wieder aufleben lassen oder uns eine neue geben. Und die Mahnwache, so wie sie halt hier auch stattfindet. Die beiden Demos, sage ich jetzt mal, sind sich auch nicht so ganz wirklich grün. Da gibt es eben halt, na, ich sag mal, Punkte, wo man nicht so ganz einig ist. Aber Xavier ist da hingefahren und er ist auf beide Demonstrationen gegangen und hat weder die einen noch die anderen angekleidet oder irgendwie angeschossen, sondern hat einfach davon gesprochen, dass wir zusammenkommen müssen, dass wir endlich alle, die einzelnen Organisationen zusammenkommen müssen. Die alte Friedensmahnwache hier in Braunschweig, wir als neue Richtung der Friedensmahnwachen, und auch alle anderen Organisationen. Es gibt auch viele andere, die gegen das Fracking, fürs Grundeinkommen, was gibt es dort, Tierschutz und so weiter. Und wir müssen alle zusammenkommen, damit wir hier in diesem Land was bewegen können. Es nützt nichts, wenn wir uns hier isolieren. Und deswegen auch ein Aufruf an alle, insbesondere jetzt hier heute für Braunschweig, an alle Organisationen. Wir stehen jeden Montag um 18 Uhr hier. Kommt hier hin, stellt euch mit hier hin, ihr könnt auch Redezeit haben, ihr könnt auch eure Sachen gerne hier am Mikro kundtun,
was euch stört, was euch am Herzen liegt, dass wir also gemeinsam nach vorne gehen können. Ja, der 3. Oktober. Wir haben da fleißig darauf hingearbeitet. Angela Merkel und unser Bundesfahrer Gauck, die waren ja dann im HCC. Wir haben sie nur von Weitem gesehen. Das Wetter war toll, konnte nicht besser sein für den 3. Oktober. Der Platz an sich, wir wollten so nah wie möglich ans HCC ran, hat man uns ermöglicht. Die Polizei hat uns, oder war uns auch wohl gesonnen. Die Veranstaltung war bis 15 Uhr angemeldet, beziehungsweise wir hatten die Erlaubnis bis 15 Uhr. Und die Einsatzleitung hat sich dafür eingesetzt, dass wir bis 17 Uhr dann doch die Veranstaltung weitermachen konnten. Es hieß also für einige Polizisten dort Überstunden zu machen. Und trotzdem haben sie sich dafür eingesetzt. Das Tolle zum Schluss, als ich mich dann auch von einigen Beamten verabschiedet habe, war eben halt auch der Satz, macht weiter und viel Erfolg für eure Mahnwache. Und ich denke, das dürfen wir auch nie vergessen, auch wenn wir irgendwo demonstrieren, wenn wir irgendwo hier unsere Mahnwachen abhalten. Auch die Staatsgewalt, auch die Polizisten haben Familien. Und diese Dame hier. Die werden auch nicht so berühmt, besonders gut bezahlt. Und müssen den Kopf hinhalten. Und die wissen, viele wissen, was gespielt wird in diesem Land. Und haben auch Angst, was passieren kann, wenn das Ganze jetzt mal eskaliert. Und deswegen sollten wir da auch immer mit Respekt umgehen und wir haben es auch da in Hannover gemerkt, obwohl es Landeshauptstadt war, obwohl unsere Regierung, unsere oberste Bundesregierung Merkel und Gauck da waren, hatten wir super viel Freiraum dort und da kann man sich wirklich nur bedanken. Ja, die Veranstaltung war klasse, es waren tolle Reden da. Es waren tolle Musiker da und das ganze Filmmaterial ist mittlerweile auch schon im Internet veröffentlicht, kann man sich anschauen. Aber ich habe jetzt so gerade im Nachhinein gehört, dass also insbesondere zwei Reden viele Menschen zutiefst nachhaltig berührt haben. Das war also einmal die Rede von Rüdiger Lenz, der darüber berichtet hat, was die NATO in Kalka da so gerade plant, was da gerade aufgebaut wird, dass also da eine vollautomatische Kommandozentrale hinkommt. Das heißt, dass hinterher kein Mensch mehr entscheidet, ob irgendwelche Bomben abgeschossen werden, auch Atombomben, sondern die Maschinen das nur noch in Zukunft entscheiden. Und diese ganzen Drohnenangriffe und diese ganze intelligente Technik wird also dort in Kalka installiert. Dort hat also Rüdiger Lenz sehr eindrucksvoll darüber erzählt. Ja, und Marc war auch da, er hat mich also sehr stark auf die Folter gespannt. Am Tag vorher hat er noch gesagt, ja, ich keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich komme. Und plötzlich stand er dann wieder auf dem Platz, so wie es bei ihm üblich ist. Und das ging natürlich wieder, wie es hier auch war, auf der Mahnwache, bei vielen Menschen sehr, sehr tief. Weil da zu erfahren, wirklich zu erfahren von einem Augenzeugen, was dort unten passiert, ist schon heftig. Und ich habe viele nasse Augen gesehen, also es war super, super emotional, was er dort vorgetragen hat. Und er hat auch gesagt, wir müssen etwas tun. Wir müssen mehr tun. Und ich habe dann wieder Stimmen gehört, nein, das ist alles genau richtig, was wir jetzt im Moment machen. Wir müssen diesen ganz friedlichen Weg weiter beschreiten. Das heißt jetzt nicht, dass wir unfriedlich werden sollen, aber wir müssen einfach lauter werden. Den zivilen Ungehorsam stärker nach vorne bringen. Oder wie Petra das immer gesagt hat, Sand im Getriebe des Systems werden. Und ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange auch mit Spiritualität, Esoterik, geistigen Gesetzen, was man auch immer dazu sagen will, und weiß schon, was man mit seinen Gedanken anrichtet. Aber für mich, ich orientiere mich ein wenig an der fernöstlichen Lehre,
Und da gibt es ein Symbol, ich habe es auf dem Oberarm tätowiert, aber ihr kennt es bestimmt alle, das ist das Yin-Yang-Symbol. Und das Yin-Yang-Symbol ist einfach die Vereinigung von dem männlichen und weiblichen Prinzip. Das heißt von dem Weichen und von dem Harten. Von dem sehr fließenden, aber auch von dem störrischen Prinzip. Und nur dann bilden wir eine Einheit. Und das ist mein Gefühl, was ich zurzeit für mich ganz persönlich habe. Es ist gut so, was wir hier mit den Mahnwachen machen. Aber es wäre schön, wenn sich Menschen halt einfach finden würden, die auch mal ein paar Aktionen machen. Wie gesagt, nichts Kriminelles, nichts Verbotenes. Ein paar Flashmobs, dass Menschen einfach auf uns aufmerksam werden. Auf die Situation, weil die Medien erzählen es uns nicht. Und dass wir die Menschen halt einfach wachrütteln. Und dass wir in diesem Bereich halt einfach etwas mehr Aktion an den Tag legen. Und das wäre einfach so eine Bitte, bitte von mir, euch da einfach mal Gedanken zu machen. Auch da gibt kein Mensch was vor. Alles, was hier passiert, ist alles aus den ganzen Teilnehmern entstanden. Macht euch selber Gedanken, sprecht miteinander und findet euch zusammen für irgendwelche einzelnen Aktionen, um einfach stärker auf die Situation aufmerksam zu machen. Ich möchte euch eine kleine Ankündigung machen. Und zwar am 27.10. auf der Mahnwache hier haben wir zwei Musiker zu Besuch. Und zwar kommen dort Morgane und der Killitz Moore hier nach Braunschweig. Also schon mal vormerken, die beiden werden also dann hier für uns ihre Musik vortragen. Ja, die Mahnwachen, ich habe das Gefühl, jetzt nach 23 Wochen die Mahnwachen verändern. Die Mahnwachen haben mich verändert. Ich kann ja nur von mir jetzt persönlich sprechen. Wie ich eingangs gesagt habe, mit dem Veganertum. Ich bin also wenigstens schon mal Vegetarier, Veganer noch nicht, aber es hat sich halt einfach so ergeben. Einfach so aus, ja, einfach weil man sich mit der Thematik beschäftigt, aus dem Bewusstsein heraus. Aber man findet auch so andere Wurzeln, versteckte Talente, die man vielleicht so in sich trägt. Findet man dann vielleicht mal einfach so wieder oder man hat einfach mal wieder Lust, etwas zu machen, was man vielleicht Jahrzehnte nicht gemacht hat.